Herzlich willkommen zurück bei v60hybrid.de. Heute mit einem eher trivialen Thema, aber da ich die Kamera eh schon in der Nähe hatte, gibt es auch ein Video zum Räderwechsel beim BMW i3. Fangen wir erstmal damit an, was wir alles brauchen für so einen Reifenwechsel. Zum einen natürlich einen Wagenheber. Ich habe hier ein relativ einfaches Modell aus dem Baumarkt, das ich schon seit zig Jahren im Einsatz habe. Der i3 Rex hat keinen eigenen Wagenheber dabei, jedenfalls meiner nicht. Meiner hat nur so ein Tire-Fit-Kit vorne im Frunk, deswegen muss ich halt hier auf meinen bestehenden Wagenheber zurückgreifen. Ist mir aber auch lieber so. Die meisten, die bei Fahrzeugen mitgeliefert werden, das sind eher so klapprige Gesellen. Dazu das kleine Hölzchen, das man da auf dem Video sieht, das zeige ich gleich noch, wofür wir das brauchen. Das ist nämlich, da die Aufnahmen, die Wagenheberaufnahmen heutzutage bei den Fahrzeugen häufig aus Kunststoff sind, würde sich der runde Teller des Wagenhebers da wunderbar einbohren. Deswegen nimmt man ein Hölzchen. Es gibt auch Leute, die nehmen ein Taschenbuch oder man kann sich auch bei eBay zum Beispiel einen sogenannten Puck kaufen. Das sind dann speziell für diese Kunststofffassungen, nenne ich es mal, gemachte Aufnahmen, kosten glaube ich 2-3 Euro das Stück, also ist auch nicht die Welt. Ich wollte aber jetzt die Räder wechseln, wir hatten am Sonntag, also muss es bei mir ein Hölzchen tun. Als weiteres brauchen wir natürlich etwas, um die Radbolzen zu lösen, da greife ich immer noch auf den guten alten Kreuzschlüssel zurück. Das ist Gewohnheitssache, man kann auch normal, einen ganz normalen Drehmomentschlüssel, eben keinen Drehmomentschlüssel, den brauchen wir ja erst, einen ganz normalen Ratschenschlüssel mit einer 17er Nuss nehmen, geht auch problemlos. Ich habe halt hier mein altes Radkreuz genommen. Dann haben wir hier noch den, ja ich nenne es mal Radschlüssel. Das heißt, an jedem Rad ist ein Bolzen ja, mit einem speziellen Profil versehen. Um dieses zu lösen, muss man dann diesen Adapter auf die 17er Nuss aufstecken. Und dann kann man auch diesen Radbolzen lösen. Was ich immer noch mache, da bin ich ein bisschen pingelig, ist, dass ich jeweils das gegenüberliegende Vorderrad noch mit Keilen sichere. Hinten wirkt die Handbremse drauf, hinten wirkt die Motorbremse drauf. Da steht er eigentlich sicher, aber vorne drehen die Räder völlig frei. Deswegen sichere ich immer das gegenüberliegende Vorderrad, je nachdem, wo ich ihn anhebe, nochmal zusätzlich mit Keilen. Ja, wenn wir das alles beisammen haben, dann können wir im Grunde auch schon anfangen. Im Stand, solange er noch nicht hochgepumpt ist, löse ich die Radmuttern schon mal leicht, damit die nicht im hochgebockten Zustand komplett aufgedreht werden müssen. Ich entschuldige mich auch jetzt schon mal für die immer mal wieder auftretenden Fokus-Shifts. Ich weiß nicht, was die Kamera da hat. Wahrscheinlich war es schlicht und einfach zu dunkel. Man sieht es vielleicht auch im Hintergrund, dass es ziemlich übles Wetter war. Von daher dafür mal die Entschuldigung. Jetzt Radbolzen lösen und dann das Auto hochheben. Wie man jetzt wahrscheinlich auch sieht, mache ich das ein bisschen pingelig, ein bisschen pimpelig. Das hat auch einen einfachen Grund. Ich habe das einmal zu dynamisch gemacht beim A6 meiner Frau. Der ist mir dann vom Wagenheber gehüpft und hat mal eben einen Schaden von fast 1000 Euro verursacht, als dann der Wagenheber abrutschte und der ganze Schweller nach oben kam. Das möchte ich nicht nochmal haben, das möchte ich gern vermeiden. Deswegen kontrolliere ich lieber einmal mehr den Sitz des Hölzchens und pumpe dann erst das Rad hoch, beziehungsweise das Auto hoch, um das Rad dann endgültig lösen zu können. Das heißt, dann kommt auch wieder der Kreuzschlüssel zum Einsatz und der bewährt sich da dann wunderbar, finde ich immer, weil man einfach mit viel Schwung die Radbolzen relativ schnell lösen kann. Jo. Und dann kann man das Rad irgendwann abnehmen und das neue aufstecken. Das ist vorne manchmal ein bisschen fummelig, bis man es drauf hat, schlicht und einfach, weil sich halt das Rad mitdrehen kann. Man könnte jetzt auch hergehen und versuchen, das irgendwie zu blockieren, aber im Normalfall muss man einfach ein, zwei Mal probieren und dann passt es auch schon. In dem Fall jetzt hier war es auch so, dass ich noch einmal einen Hub nachmachen musste mit dem Wagenheber, um es noch ein Stück höher zu bekommen und dann ließ er sich auch auf die Radnabe aufsetzen, das Rad. Und ja, dann müssen die Radbolzen eigentlich nur noch wieder leicht angezogen werden. Man spricht da dann von handfestem Anziehen. Also auf keinen Fall soll man sie schon anrammeln, solange das Rad noch oben ist.
weil dann auch wieder das Rad sich mitdrehen würde. Das heißt, ich drehe die jetzt alle einmal kurz an, dann einmal handfest und lasse dann das Auto ab. Vorsichtig, nicht mit einfach so den Wagen über aufdrehen, sondern so vorsichtig wie möglich. Dann sieht man auch, falls irgendwas schiefgegangen ist, kann man immer noch mal eingreifen. Und wenn das alles geschehen ist, dann kommt der Drehmomentschlüssel zum Einsatz. Der wird laut Betriebshandbuch auf 140 Newtonmeter eingestellt. Das ist sehr viel. Normal sind die meisten Alufelgen eigentlich so bei 120. Aber in der BMW-Anleitung stand 140, also habe ich den auf 140 eingestellt. Drehmomentschlüssel ist im Grunde ganz einfach. Man setzt den an und dreht den runter, bis es dann einmal Klack macht. Und wenn es Klack macht, dann sind eben diese 140 Newtonmeter erreicht und dann ist das Rad ausreichend angezogen. Jo, das war es eigentlich schon. Also wie gesagt, es ist keinerlei Raketenwissenschaft, die man da machen muss. Man muss dann nur, wenn man die Räder gewechselt hat, einmal ins Fahrzeugmenü und muss die Reifendrucksensoren einmal neu kalibrieren, anlernen. Da braucht er jetzt eben, ja, ich denke mal so 12, 13 Kilometer bin ich gefahren. Dann war das in Ordnung. Den Reifendruck hatte ich natürlich vorher auch schon mal geprüft. Der war in Ordnung und das, was ich gemessen hatte, zeigt jetzt auch das Auto an. Also das scheint dann auch zu stimmen. Ja, der Erfolg der ganzen Aktion. Ich blende jetzt noch mal kurz eine Szene ein mit den neuen Rädern. Also für mich sieht er jetzt dann gleich schon um Welten besser aus als mit diesen flachen Scheiben, die diese großen Flächen aus meiner Sicht noch zusätzlich betonen. Und dann wird es einfach alles viel zu flächig. Jetzt mit diesen Bicolor-Felgen sieht er gleich deutlich besser aus. War jetzt eine Aktion von, ich glaube, alles zusammen mit Werkzeug zusammensuchen, eine Dreiviertelstunde. Kann man problemlos selber machen. Man kann es aber auch beim Reifenhändler seines Vertrauens erledigen lassen. Das insbesondere dann, wenn die Räder länger gelegen haben und neu gewuchtet werden müssen. Dann sollte man das immer einen Reifenhändler machen lassen. Ansonsten kann man das problemlos zu Hause selber machen, so man eine halbwegs ebene Fläche hat und ein ganz klein wenig handwerkliches Geschick. Das also jetzt für heute zum Räderwechseln. Euer Stefan Lenz.